Das war total versteuert. Ganz abstoppen. Gut. Abstoppen. Jetzt nur noch die ersten beiden Reihen. Bleibt so. Jawohl, aber sonst sind Reihen noch vorbei. Ersten zwei Reihen abstoppen. Abstoppen. Ja. Ja. Fertig. Achtung. Abstoppen! Abstoppen! Also, sehr viel langsamer und schlafen. Ja, und viel tiefer. Schneller und flacher. Ja, das ist so. Jetzt sehen, was noch, was oben ist. Ja, das ist Nachbarboden, ja. Also ich würde sagen, ein zwei, was vor? Zu viel, zu viel. Eins, was vor? Fertig, festhalten. Achtung!
jetzt war es die zweite Rennen hier. Ne? Warte mal, das war 17 Uhr 36. Jetzt. Wir haben keine Listen mehr. Oh, I don't know. Abstoppen. Ganz locker abstoppen. Danke, andere Seite. Ganz abstoppen. Jawohl, jetzt nur noch die ersten beiden rein. Festhalten. Achtung. Ja, die müssen jetzt sich ein bisschen ausruhen können. Ne? Ja, ja. Jetzt haben die, die jetzt gerudert haben, ja, nach der Ergebnis. Das weiß er noch nicht. Das bin ich. Das bin ich. Aber ganz abstoppen bitte! Die rudern gut, oder? Drum der Reden. So, der Drachen, wie heißen die? Wie heißen die mit den Schwarzen? Oder die Hausdrachen. Irgendwelche Drachen. Die Drachen sind auf 1. Das ist also Ende. Aber da muss man lange rudern. Wie meinst du? Dann naja, die müssen vorher schon trainieren, ne? Und Sport machen. Jetzt wurde nochmal komplett abgestoppt. Thank you.
drückt die Daumen. Wir sind ein Team! Stoppen, Boote sind ausgerichtet. Achtung! Die Richtung gibt's was zu essen. Ich weiß. Und guckt und regeneriert sich.
ist es Marsch, Stuttgart, Ruder, das braune Team, Hohenacker. Ganz klar ist, es war eine knappe Entscheidung, es ist egal, wie es ausgeht, es war eine grandiose Leistung von diesen beiden Mixteams. Bei diesen Temperaturen den ganzen Tag hier so zu fahren und nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, ist aller Ehren wert und hier ist das Endergebnis. Ich kann sagen, es waren 400, die diese beiden Boote begrenzt haben. Und gewonnen hat das Kauderteam Hohenacker 1,26,71, Marschstuttgart 1,26,75, Haufen, mit Haufen, also es kommt auch bei Marschstuttgart gefeiert werden, ob diese super tollen Rennen, die ihr heute hier abgeliefert habt. 400, es ist praktisch gar nichts mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, aber wir haben die Auswertung, deswegen. Kleine Finale, Platz 3 an das Kauderteam, Hohenacker, herzlichen Glückwunsch. Plus der Mixed Teams und dem Finale. Als da sind BBW Azubi Power gegen den Titelverteidiger, Künzel und Partner. Wir werden sehen, ob der Titelverteidiger es auch nochmal in diesem Jahr schafft, wiederholt den Titel hier zu holen, oder ob es die Herausforderer BBW Azubi Power sind, wenn ich auf die Zeiten schaue, was das Halbfinale anbelangt. So ist das schon mal von Haus aus eine sehr enge Geschichte, also auch da dürfen wir eine Zentimeterentscheidung erwarten. Aber ihr braucht gar nicht so drauf zu gucken, Marsch Stuttgart, ihr habt eine super tolle Leistung abgeliefert. Und glaube ich, alle hier sehen es so. Und nochmal von allen einen riesen Applaus an das Team von Marsch Stuttgart. Können wir die Zeit wieder haben? Die Zeit? Ja, die Zeit. 1,25,75. Die Finalboote machen sich auf die Reise. Ich sehe schon die blauen Trikots. Die blauen Trikots von Künzel und Partner. Das heißt, sie werden auf Bahn 2 dann ins Rennen gehen. Wo sitzt? Wird alles geben nochmal in diesem Finale um den Rang.
Drachenboot an die Dragon Queens. Wo sind sie? Und es ist eine Spezialität, das Drachenboot aus Bier 16. Für jeden Athlet, für jede Athletin, die eine super Leistung abgeliefert hat, ein Bier plus Schlagfrau. Platz 4 an die Dragon Queens. Und Respekt für die Ausbildung.